Kraft- und Ausdauersport. Für Menschen, die eine hohe Verantwortung tragen, die viele Entscheidungen treffen müssen, die ja für den Betrieb, für den eigenen Betrieb, für den fremden Betrieb, für Mitarbeiter mit ja, krassen Konsequenzen in Verbindung stehen, da gibt es eine gute Empfehlung. Und zwar diesen Menschen ist zu empfehlen, natürlich wie vielen anderen auch, aber gerade besonders diesen Menschen ist zu empfehlen, dass sie regelmäßig Ausdauer und Kraftsport betreiben. Warum? Ganz einfach. Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, ist meine Erfahrung, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe, weil ich mich ein Stück weit auch spezialisiert habe, genau auf diese Personengruppe, ist so, dass diese Menschen ganz oft unter Druck stehen, unter Leistungsdruck stehen, dass diese Menschen natürlich Hochleistungen bringen müssen. Und diese Menschen sind auch ganz oft mit, ja, mit Stressfaktoren in Verbindung. Und ja, da gilt es natürlich auch bei solchen Menschen dafür zu sorgen, dass sie einen Ausgleich haben. Dass sie dafür sorgen, dass erstmal die Stressresilienz steigt, dass sie stressstabiler werden und dass sie natürlich auch in regelmäßiger Abfolge den Stresspegel senken. Denn wenn man viele Entscheidungen treffen muss, wenn man eine ganz große Verantwortung jeden Tag hat, im Businessbereich, im Angestellten mit einer Entscheidungsgewalt, kann natürlich auch bei Menschen in der Familie sein, wenn sie viele Entscheidungen für die Familie treffen müssen, geht genauso. Dann ist es ganz wichtig, dass man präventive Maßnahmen ergreift, um eben durch Stress ausgelöste Faktoren zu minimieren. Und das ist zum Beispiel einmal, wenn jemand sehr viel Druck hat, sehr viele Entscheidungen hat, die monetär natürlich auch entsprechend hoch angesiedelt sind, dass diese Menschen durch Ausdauer und Kraftsport dafür sorgen, dass der Stresshormonlevel in Form von Adrenalin, Noradrenalin und danach folgt natürlich auch Stresshormon Cortisol, dass der natürlich immer wieder nach unten gesenkt wird. Denn ein dauerhaft zu hoher Stresshormonlevel in Form von Flucht- und Schutzhormonen, in Form von diesem typischen Stresshormon Cortisol, sorgt dafür, dass der Körper sich letztendlich und auch der Geist sich selbst vergiftet. Das bedeutet wiederum, dass im Gehirn ein Ungleichgewicht zwischen Entspannungs- und Anspannungshormonen entsteht. In der Natur draußen ist da immer so ein bisschen eine Homöostase, dass da ein Gleichgewicht entsteht durch Anspannungsphasen, Entspannungsphasen. Bei Menschen, die den ganzen Tag im Erfolgsfahndel sitzen, die ganz viel Verantwortung haben, ganz viel entscheiden müssen, so, dass nämlich der Adrenalin- und der Noradrenalinspiegel andauernd hoch ist. Aber im Verhältnis dazu haben diese Menschen oder nehmen sich diese Menschen oftmals nicht die Zeit, diesen Ausgleich zu schaffen. Dafür zu sorgen, dass durch ein Fluchtverhalten, denn was ist denn Laufen, was ist ein Ausdauersport, ist ein Fluchtverhalten? Ganz grob gesehen. Also ich renne weg, ich renne irgendwo hin. Was passiert? Der Adrenalin- und der Noradrenalinspiegel senkt sich und dadurch sorge ich wieder einen Ausgleich zwischen Aktivierungs- und Beruhigungs- und Belohnungshormonen. Ja, das wird ans Ausgleichsgewicht bringen. Und deswegen ganz wichtig, dass wenn man in diesem Bereich arbeitet, viel Verantwortung hat, dass man dann natürlich auch präventive Maßnahmen ergreift, frühzeitig dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht zum Ungleichgewicht kommt von Aktivierungshormonen in Form von Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Denn diese Hormone sind schon wichtig. Es ist nicht so, dass diese Hormone nicht entstehen dürfen. Aber man darf nicht vergessen, dass hier ein Gleichgewicht entstehen muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel 60 Arbeitsstunden in der Woche hat, mit ganz vielen Entscheidungen und ganz viele kommen dann abends nach Hause, essen ganz viel und trinken danach noch ein Fläschchen Wein, damit sie überhaupt noch schlafen können, haben überhaupt keine Freizeit beziehungsweise gestalten keine Freizeit mehr, unternehmen nichts mehr Sportliches, sorgen nicht mehr durch Ruhezeiten, Ruhephasen, Unitaszeiten des Gehirns für einen Ausgleich, dann kann dieses System kippen. Und wenn dieses System kippt, dann hat weder die Person was davon, noch dass die ja, Menschen um ihn herum was davon hat, das nahe soziale Umfeld hat nichts davon, der Mensch selber hat nichts davon, die Firma hat nichts davon, wenn es die eigene Firma hat, hat gar nichts davon und natürlich auch, wenn man jetzt Entscheidungsträger ist, ist es so, dass natürlich dann letztendlich ja, der Job eventuell dauerhaft nicht mehr ausgeübt werden kann und das macht natürlich relativ wenig Sinn. Deswegen meine Empfehlung, wenn
du jetzt gerade zuschaust und du sagst, ja, ich habe so einen Job, ich habe 50, 60 Stunden in der Woche, hochintensiv, mit Stress in Verbindung und du hast recht, ich müsste mal wieder, dann tu es einfach. Überleg nicht lange, denn wenn du jetzt darauf reagierst, dann weißt du es, dass du es tun solltest, dann weißt du, dass es jetzt Zeit wird, dann überleg nicht lange, sondern mach den Zeitmanagement dienstags, donnerstags und samstags, halbe Stunde laufen gehen, muss nicht gleich ein Marathon sein, einfach mal in den Wald gehen, einen leichten Dauerlauf, vielleicht auch mit dem Mountainbike eine Dreiviertelstunde fahren oder auch mal einen schönen Spaziergang, ganz entspannten Spaziergang, auf die Atmung achten, tief einatmen, lange ausatmen, ja, und dann wieder den Ausgleich zwischen Aktivierung und zwischen Entspannung. Meditation kannst du genauso machen, du kannst hergehen, kannst ein Atemtraining machen, über die Nase einatmen, bei der Einatmung fühlen, dass du über die Nasenflügel die Luft beobachtest, wie sie reingeht, wie sie runtergeht in die Lunge, kurz anhalten den Atem und dann wieder 5, 6, 7 Sekunden ausatmen. Stopp, wieder anhalten und einatmen 3, 4 Sekunden, 5 Sekunden kurz anhalten, ausatmen. Schöne Musik hören, einfach dir auch mal Zeit nehmen für dich ganz alleine. Das müssen keine 5 Stunden sein, das kann jeden Tag 10, 15, 20 Minuten sein, das sind sogenannte Mini-Regenerationsinseln. Und die kann ich dir nur wärmstens empfehlen. So, Freunde, das war's heute zum Thema, wie gehe ich vor, um stressresilient zu werden? Wie gehe ich vor, als Entscheider einen Ausgleich hinzubekommen?